Weiter geht's zum nächsten Morgen. Ups, ja. Arbeit machen wir den nächsten Punkt. Dann können Sie sich mal ein bisschen was leisten. Genau, ne? Das ist eine Sache. Wir wollen ja die Bude hier auch ausbauen und auf Vordermann bringen. Der gute Bernie, ach, komm. Na, der kann jetzt nämlich was Gutes kochen. Und ein gutes Frühstück ist immer ein guter Start in den Tag. Vorher solltest du allerdings in deine Klamotten springen, mein Freund. Na? Omas Weihnachtspulli soll reichen, auch wenn es draußen warm ist. Na? So, der gute Mike darf als erster unter die Dusche. Na? Denn, ja, aus Prinzip. Na? Und hüpft dann in seine Klamotten. Und Niklas, na, der springt erst in seinen Grufti-Outfit und wäscht sich die Zähne und putzt sich die Hände. Genau. Es ist schon ein bisschen spät. Dann lassen wir die Aktion mal loslaufen. Und ja, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ne, die Jungs haben kein festes Bett. Also, wenn die sich schlafen legen, wenn ich sie nicht irgendwo hinschicke zum sich schlafen legen, dann packen die sich einfach in irgendein Bett. Ja. Das könnte nachher kritisch werden, wenn wir ein Doppelbett haben und eins der Mädels eingezogen ist. Ne? Da müssen wir dann notfalls umdisponieren. Ja. Niklas. Komm, ach, siehst du, Mensch, Essen ist fertig, das ist doch ein Timing. No? Und, jawohl, na, der gute Mike im Seidenhemd tritt dann auch an zum Essensempfang. So gehört sich das. No? Oh, die Jungs sind heute schön früh dran. Das sieht ja gut aus. Ja, Bernie sollte ein bisschen mal mit Mike quatschen, ne? Wenn er mit dem Essen fertig ist. Und der gute Niklas, der wird sich dann um den Abwasch kümmern, ne? So. Kommt, Jungs, habt mal ein bisschen Spaß zusammen, ne? Startet gut in den Tag. Jawohl, na, jetzt könnt ihr sich über Interessen austauschen. Kompliment kann man Mike natürlich auch immer mal gerne machen, ne? Freut den Burschen. Und können noch ein bisschen tratschen. So viel Zeit ist, glaube ich, hoffentlich, ne? Der gute Niklas. Kannst hier den Staubsauger-Tango. Wunderbar, ist auch immer angebracht. Ne? Sollten sich die Jungs angewöhnen, ne? Die Bude hier in Ordnung zu halten. Ja. Und dann ist es Zeit. Zack. Noch du, Mike, ab zur Arbeit. Und jawohl, na, Niklas macht sich schon auf den Weg. Wunderbar. Mittwoch, Bergfest. Oh. So, hier im Hausflur können wir auch mal das Licht ausmachen. Ja, bisschen Strom sparen. Auch in der Küche, wenn keiner da ist. So. Ja, und solange es draußen hell ist. So, überlegen wir mal, ob und was wir den Jungs gönnen. Wie wäre es mit einem Kühlschrank? Schauen wir mal. Haushaltsgeräte. Ein alter Kühlschrank 300 €, ja, moderner schon 900 €. Ich glaube, da können wir uns erstmal nur den alten Kühlschrank leisten. So.
Klack. Oh, ein schönes Vorkriegsmodell hier. Oh, schöne runde Ecken. Runde Ecken. Ja. Oh, aber keine Panik. Ja, dann können sich die Jungs nämlich auch daraus mal bedienen und einen Snack sich gönnen oder ne, daraus auch zu Abend essen und dann statt beim Pizzaservice anzurufen, ne, geht ja alles aus der Haushaltskasse. So, Bernie kommt als erster nach Hause und da er am besten kochen kann, ne, kocht er was Gutes und Niklas räumt derweil den Tisch ab. Haha. Das läuft doch hier. Timing, Organisation. No? Mike, komm, du darfst mal den Boxsack ausprobieren. No? Wollen uns jetzt gleich mal angucken, wie das hier aussieht. Ja, im Seidenhemd. Der springt gar nicht erst in die Trainingsklamotten, sondern gleich im Seidenhemd. No? Tobt er sich beim Boxtraining aus. Oh, Niklas vom Fernseher, okay. Aber Jungs, sobald ihr da mit euren Aktivitäten fertig seid, Horrorfilme im Nachmittagsprogramm. Wer sagt's denn? Geht alles. Oh. Ja, hier, komm, Mike, tob dich aus. Tob dich aus. Du musst müde sein. Dann heute schicken wir Bernie mal in die Bar. No? Der darf heute ausgehen. Und der gute Niklas. No? Komm, Bernie, du machst heute mal Punkte, indem du aufs Toilette gehst. Okay, muss auch sein. Ja. No? Ja, Hände waschen nicht vergessen. Braver Junge. No? Und dann schicken wir den guten Bernie mal gleich los. Auf in die Bar. Und ich hoffe mal, wir wechseln dann mit. Nicht, dass es so läuft wie vorhin mit Mike. No? Wenn die gute Linda. Jawohl, sehr schön. Ich hoffe mal, Linda ist in der Bar, ne, dass wir sie wieder treffen. Ansonsten muss Bernie halt eine andere anquatschen. Ne? Schauen wir mal, wen wir da noch so kennenlernen. Oh! Linda ist da und empfängt uns gleich mit einem Kompliment. Das ist doch wunderbar. Das Blöde ist nur, Bernie ist so traurig. Da kommt das Kompliment gar nicht richtig an. Deswegen heitern wir ihn erstmal auf. Ja, und dann können wir ein bisschen tratschen und ein romantisches Gespräch führen. Ja, flirten. Komm, Bernie, gib uns das ganze Programm hier. Ja, hau richtig raus. Der Junge ist so ausgehungert. Und die gute Linda. Ja, ist doch eine Liebe. Ja. Ja, okay, die Pointe habe ich jetzt nicht verstanden, aber Hauptsache, die beiden sind glücklich und zufrieden und unterhalten sich, ne? Oh, Magnet wie immer beim Cocktails mixen und oh, wen haben wir denn da? Hallo, junge Frau. Darf ich vorstellen? Das ist Pazifika. Oh, bisschen. Ja, auch sportlich angehaucht, bisschen Aktivistin so und ja. Ja, die werden wir noch kennenlernen. So. Und wer ist hier im VIP-Bereich? Niemand? Wie? Heute Frauenabend in Magnets Bar oder was? Kein Typ da. Hey. No? Bernie ist aber ein ganz braver. No? Der kümmert sich. Der hat nur Augen für Linda. Kann ja sogar jetzt ein Kompliment machen. Ist das schön? No?
Sie über gemeinsame Interessen austauschen. Klar, gerne. No? Ach, Bernie, das freut mich für dich. Das finde ich ja klasse, dass Linda gleich in der Bar war und gleich auf mich zugestürzt ist und mir ein Kompliment gegeben hat. Ist das schön. No? Kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass keine anderen Männer in der Bar sind. Ne? Aber wer weiß. Wer weiß. No? Nehmen wir es einfach, wie es ist. No? Man muss die Feste ja fallen lassen, wie man sie feiert. Das macht der gute Bernie hier. No? Ach ja, guck mal, das genießt du doch, ne? Das Kompliment. Ja. Ja. Tut so ein bisschen bescheiden. Ja. Ne? Und schnurrt hier wie eine Katze. Das hätte ich dem guten Bernie ja gar nicht so zugetraut hier. Ne? Aber ein bisschen. Ungewöhnliches Pärchen sind die beiden ja schon. Ne? So vom rein vom Äußeren her passen die nicht so recht zusammen. Ne? Bernie in seinem Strickpullover, Jesus-Latschen, ne? Bei Birkenstocks. Ne? Ich meine, okay, sie sind beide barfuß in ihren Schuhen, ne? Sandalen. Das haben sie gemeinsam. Ne? Ach ja. Bernie, Mensch, wer hätte das gedacht? No, dass du hier so ein Flirtmeister bist. Halleluja. No, seht euch an, wie sie reagiert, ihre Körpersprache. Sie genießt es. No? Ja, und das ist doch auch erfolgreich. Sehr schön. No? Die beiden können gar nicht genug voneinander kriegen. No? Tratschen. No? Romantik. Bisschen eine Note trennen. Und wieder. Bisschen Spaß, immer schön. Schöne Mixtur immer bieten. No? Nicht langweilig werden. Nein. Ihr müsst von mir keine Ratschläge über Frauen annehmen. Ich kenn. Ja, also bevor ich Ratschläge darüber gebe, wie man mit Frauen umgeht, würde ich erstmal einen großen Disclaimer machen und sagen, ich habe von Frauen keine Ahnung. Aber. Ja. Es gibt ja Typen auch auf YouTube, die stellen sich da an, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Pickup Artist. Ja. Ich glaube nicht, dass das so das Richtige ist. Da stößt man ja doch oft teilweise sehr manipulative Ansätze. Oh, ja, die Gute fühlt sich jetzt nicht so wohl, ne? Es mangelt ihr ein bisschen an Komfort. No. Aber Bernie kriegt noch ein Kompliment. Ui. Und wenn eine Frau dir ein Kompliment gibt, obwohl sie sich eigentlich unwohl fühlt, also jetzt vom Komfort her, nicht wegen deiner Nähe, das will schon was heißen. No? Oh, und dann fängt sie auch noch Smalltalk an. Ui. Ach, nein, das ist dann Pazifika. Halleluja. Also das ist ja, ne? Kaum lässt Linda von ihm ab, weil sie sich ein bisschen ausruhen will. Schon stürzt Pazifika. Also ist Bernie so ein Frauenmagnet? Ne? Ne? Magnet versucht sie hier noch ein bisschen aufzuheitern und abzulenken, ne? Nicht, dass sie hier eifersüchtig wird. Das ist ja Bernie. No? Ach hey, jetzt streiten sich die Damen auch noch. Und Bernie tritt hier den taktischen Rückzug an, indem er sich jetzt mal die Zähne putzt. Ja. Schauen wir mal, können wir die beiden. Ne, wir können sie nicht gemeinsam tanzen lassen. Oder? Na komm. So. No, Bernie. Oh, lassen wir die beiden mal tanzen. Ja, ne? Komm hier, sieht doch gut aus. Bernie, der Herzensbrecher hier. Halleluja, wer hätte das gedacht? Oh. Also, für die Aktion heute müssen wir dem guten Bernie mal ein kleines Makeover spendieren, sprich ein neues Outfit. Oh,
machen wir. Aber erstmal, ja, es wird so langsam spät. Ja. Schicken wir die guten Jungen nach Hause. Ja, verabschieden uns noch von... von Linda. Ja. Machen hier ein Kompliment. War ein toller Abend mit ihr. Schöne Gespräche. Wunderbar. Und er muss jetzt aber leider ins Bettchen. Ne? Sehr gut, es wird Zeit für ihn. Ja. Außerdem kann er seine Bros ja nicht so lange alleine lassen. Er muss ihn ja noch erzählen, ne? Was er in der Bar erlebt hat. Er hat doch einen tollen Abend heute gehabt in der Bar. Sagt mal nein. Ne? Leute, Bernie, ich bin wirklich überrascht von dir. Aber, wie sagt man immer so schön, stille Wasser sind tief, aber dreckig. Aha. Wer weiß, was für ungeahnte Tiefen in Bernie schlummern, ja, in unserer WG schlummern auf jeden Fall schon mal unsere drei Bros. Ja, das heißt, die werden wir jetzt nicht noch extra wach machen, das heben wir uns dann für den Frühstückstisch auf. Die tollen Erlebnisse aus der Nacht. Ja. Und der gute Bernie haut sich auch gleich hin. Und der hat bestimmt heute einen Fähigkeitspunkt gekriegt. Genug Erfahrungspunkte gesammelt für einen Fähigkeitspunkt. Ja. Und wir schauen erstmal in den Kleiderschrank für Bernie. Ja. Da haben wir hier, ne? Maßanzug, das wäre natürlich. Aber. Finde ich mal ein bisschen heftig für Bernie. So eine Kombination, ne? Hier Sweatshirt und Jeans wäre was für ihn. Oder hier. Das ist. Na, Seitenhemd, das ist ja das, was Mike trägt. Und Mike wollen wir nicht unbedingt nachmachen. Ne? Nachher verwechseln wir die beiden noch. Oder noch schlimmer, eins der Mädchen verwechselt die beiden. Wenn die selber anhaben. So. Aber das ist doch schon mal ein deutlicher Fortschritt zu dem, was Bernie bisher getragen hat.